Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ihr habt ja jetzt am Anfang ein paar Bilder gesehen, die sind vor 2-3 Tagen entstanden. Da habe ich Wiesengras gesammelt. Also ich verwende Wiesengras für grüne Säfte, also bevorzugt für grüne Säfte. Habe damit aber auch schon grüne Smoothies gemixt oder auch ein Grasbrot gedörrt, also ein Rohkostbrot. Und viele Menschen sind immer ganz erstaunt, wenn sie erfahren, dass man das Wiesengras, was überall draußen auf der Wiese wächst, also bevorzugt das Süßgras, auch verwenden kann, dass dieses Süßgras auch für die menschliche Ernährung gedacht sind. Manche Menschen reagieren dann auch immer mit, ich bin doch keine Kuh. Aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt, was in den Süßgräsern enthalten ist, die wertvollen Inhaltsstoffe und das hochwertige Chlorophyll und was dazu verhelfen kann, unseren Körper zu entgiften und unser Immunsystem zu stärken. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Wiesengras in Massen kostenlos zur Verfügung steht, dann finde ich, sollte man auch ein bisschen umdenken und wenn möglich dieses wertvolle Wildgrün in die Ernährung integrieren. Kulturgräser wie Kamutgras, Dinkelgras, Weizengras, Gerstengras oder Roggengras sind eine gute Alternative zu den wilden Süßgräsern und vor allem für die Menschen geeignet, die sich an das Süßgras noch nicht herantrauen, beziehungsweise auch für Menschen wie mich geeignet, die das Süßgras schon längst in ihre Ernährung integriert haben, das wilde Süßgras, aber dann eben im Winter auf eine gute Alternative ausweichen wollen. Und das sind eben dann auch diese Kulturgräser, die ich eben gerade genannt habe. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man Roggengras, Kamutgras, Dinkelgras und Weizengras sieht. In meinem E-Book über Sprossen, Grünkraut und grüne Gräser findet ihr natürlich auch ein ganzes Kapitel zur Grüngraszucht und das verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt viel Freude mit diesem Video. Heute möchte ich gemeinsam mit euch Kulturgräser ziehen und zwar aus Kamut, Weizen, Roggen und Dinkel. Das ist hier besonderer Dinkel und zwar Dinkel mit Spelz. In Bioläden oder in DM findet man immer schon entspelzten Dinkel. Der eignet sich nicht so für die Grüngraszucht. Entspelzter Dinkel keimt recht schlecht und ich habe ein bisschen suchen müssen. Also könnt ihr im Internet online auch Dinkel mit Spelz finden. Also ich bestelle oft bei Keimlinge, könnt aber auch nach größeren Gebinden suchen. Also ab 1, 2, 3 oder 5 Kilo wird das Ganze günstiger, einfach mal online schauen. Die anderen Körner, Kamut, Weizen und Roggen, die könnt ihr einfach aus dem Bioladen nehmen oder auch aus dem DM. Da gibt es Roggen und Weizen, der auch sehr gut keimt. Den Kamut habe ich bisher nur in Bioläden finden können. Als erstes werden die Getreidekörner in Wasser eingeweicht. Die 12 Stunden sind herum. Als nächstes werde ich das Wasser abgießen und die Getreidekörner hier in meinem Sieb einzeln nacheinander mit frischem Wasser abspülen. Zum Keimen von Getreide verwende ich gern meinen Sprossentoni, der hat 3 Ebenen und den Weizen habe ich jetzt schon abgespült und den gebe ich jetzt hier in die unterste Ebene meines Sprossentonis. In die zweite Ebene gebe ich jetzt den abgespülten Kamut. Und die Dinkelkörner gebe ich dann in die oberste Keimschale. Dann gebe ich den Deckel auf den Sprossentoni und lasse das Ganze 2 bis 3 Tage keimen. Morgens und abends werden die Getreidekörner gespült. Dafür nehme ich einfach den Deckel wieder ab, schütte oben frisches Wasser rein. Das läuft dann durch. Ganz unten befindet sich eine Auffangschale für das Wasser. Und es werden alle 3 Körner, Weizen, Kamut und Dinkel optimal gespült. Diese Getreidesorten sind dunkle Keime und haben hier in diesem Sprossentoni optimale Bedingungen. Wer keinen Sprossentoni hat, der nimmt einfach Keimschalen oder Keimgläser und bedeckt die gegebenenfalls einfach mit einem Tuch. Jetzt bleiben noch die Roggenkörner übrig. Auch hier werde ich das Wasser abgießen und die Roggenkörner mit frischem Wasser spülen. Der Roggen ist ein Lichtkeimer und keimt sehr gut in einem Sprossenglas oder in einer Keimschale. Den Roggen lasse ich wie die anderen 3 Getreidesorten 2 bis 3 Tage ankeimen und spüle morgens und abends mit frischem Wasser. Das angekeimte Getreide ist jetzt fertig. Das hier ist der Weizen, der Kamut, der Dinkel und hier der Roggen. Ich verwende verschiedene Anzuchtschalen. Ich habe kleinere und größere. Die könnt ihr zum Beispiel in Baumärkten finden. Hier seht ihr schon eine kleinere Anzuchtschale mit Erde gefüllt. Ich verwende diese Erde, eine Bio-Aussaaterde, die gibt es bei uns in
Bioläden. Und ihr seht hier schon eine Anzuchtschale, die ist ca. 2 cm dick mit Erde befüllt. Und darauf gebe ich dann das gekeimte Getreide. Also diese Anzuchtschale hier, die werde ich erstmal mit den gekeimten Dinkelkörnern bestreuen. Auf diese Körner gebe ich jetzt noch etwas Erde und dann stelle ich die Anzuchtschale in mein Sprossen-, Grünkraut- und Grüngrasregal. Und hier kann dann das Dinkelgras in den nächsten 10 Tagen in Ruhe und mit Licht wachsen, neben Sonnenblumenkerngrün und Erbsengrün. Mit Kamut, Roggen und Weizen verfahre ich jetzt genauso. Anzuchtschale mit Erde befüllen, den Weizen auf die Erde verteilen, dann wieder ein bisschen Erde darüber geben und diese Anzuchtschale stelle ich dann auch wieder in mein Sprossenregal. Für den Kamut wieder eine Anzuchtschale mit Erde befüllen, die Kamutsprossen darauf verteilen und einen Teil der Roggensprossen. Das Ganze wieder mit ein bisschen Erde bedecken und gießen. Und die Anzuchtschale dann auch wieder in das Sprossenregal stellen. Ein bisschen Roggen ist jetzt noch übrig und für diese Körner verwende ich eine kleine Anzuchtschale, die ich dann auch wieder mit Erde fülle. Da Roggen ein Lichtkeimer ist, müsste man ihn auch nicht unbedingt noch mit Erde bedecken. Es reicht, ihn jetzt zu gießen. Und dann suche ich dem Roggen noch ein schönes Plätzchen in meinem Sprossenregal. Wunderbar, neben dem Dinkel ist noch Platz. Nach einem Tag sieht der Roggen so aus. Ihr könnt schon erkennen, dass die Keime sich nach oben recken. Und charakteristisch für diesen Roggen ist auch, dass diese Keimlinge oder diese kleinen Grashelmchen erstmal rot aussehen. Gleich daneben wächst der Dinkel. Da hat sich noch nicht so viel getan, aber hier ganz unten links könnt ihr ein Helmchen sehen, was sich schon nach oben reckt. Hier auch. Diese beiden, genau. In den anderen beiden Anzuchtschalen hat sich auch schon einiges getan. Hier vorne ist ja der Roggen und hinten Kamut. Genau, das kann man auch gut erkennen. Hier. Und hier daneben der Weizen, da kann man auch schon einiges erkennen. Das geht relativ schnell bei den grünen Gräsern. Am zweiten Tag nach der Aussaat sehen die kleinen grünen Gräser schon so aus. Das ist hier Dinkel und das ist hier der Roggen. Und bei den anderen beiden Anzuchtschalen hier vorne Roggen, da hinten Kamut und hier Weizen. Am vierten Tag sehen die Gräser so aus. Ihr könnt hier ganz deutlich den Roggen erkennen an der roten Verfärbung der Halme. Das hier ist der Dinkel, auch schon ganz gut gewachsen. Und das ist ja jetzt hier noch Sonnenblumenkerngrün und Erbsengrün. Aber in diesem Video geht es ja um Getreidegräser. Dann haben wir hier wieder Roggen und da hinten, das ist Kamut. Und hier daneben eine große Anzuchtschale voller Weizengras. Am sechsten Tag sieht es dann so aus. Links der Roggen, rechts das Dinkelgras. Und hiervon seht ihr auch wieder den Roggen, da hinten den Kamut. Und hier den Weizen. So sieht das Dinkelgras nach ca. 14 Tagen aus und kann geerntet werden. Auch das Weizengras sieht schon sehr stattlich aus und ist bereit, zu einem grünen Saft gepresst zu werden. Was kann man denn jetzt mit den Kulturgräsern anstellen? Ich bevorzuge, dieses Kulturgras zu entsaften, also stelle mir daraus frische, grüne Säfte her. Allerdings kann man das Kulturgras auch für grüne Smoothies verwenden, also mit einem Anteil Obst. Das geht vor allem wunderbar in einem Hochleistungsmixer. Allerdings sollte man dafür dieses Gras wirklich auch kleiner schneiden, damit sich das Gras nicht in diesem Messerblock verfängt. In den letzten Monaten habe ich in meinen Fastenphasen einen ganz besonderen Einlauf praktiziert. Ich habe mit Weizen und Kamutgras das Wasser meiner Einläufe aufgewertet. Die Gräser, die wirken im Darm antibakteriell und antiviral und können Entzündungen hemmen bzw.
stoppen. Also die Gräser wirken entgiftend und entsäuernd auf das Verdauungssystem und versorgen über den Darm den Körper mit wichtigen Vitalstoffen. Das ist wirklich eine geniale Sache. Wer regelmäßig fastet oder wieder vorhat, eine Fastenkur zu starten, der sollte unbedingt mal versuchen, Weizen oder Kamutgras in seinem Einlaufwasser zuzusetzen. Zu diesem Thema Einlauf mit Weizen oder Kamutgras gibt es demnächst auf alle Fälle auch ein Video. Das war's wieder von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Züchtet ihr Kulturgräser oder sammelt ihr lieber wildes Süßgras? Habt ihr vielleicht noch den einen oder anderen Tipp zur Süßgraszucht, den ich jetzt hier in diesem Video noch nicht erwähnt habe? Dann immer her mit euren Kommentaren. Setzt sie unter dieses Video. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Silke.